Recht herzlich willkommen zur 251. Folge von Towns. Ja, wir wollten diese Sachen hier so ein bisschen gucken, dass wir die loswerden hier. Da sind lauter Kerzen zum Beispiel. Die können wir doch alle unten einbauen, oder? Wahrscheinlich haben wir aber keine Träger, die das machen können. Das wird unser größtes Problem sein, ne? Oder? Hier läuft jetzt einer lang. Ah, der hat da irgendwas geholt, oder was? Okay, wo sind denn die Treppen her? Da geht einer hoch und die Treppe geht hier runter. Okay, da ist auch ausgeleuchtet. Da ist Zwischenetage, hier ist ausgeleuchtet. Hier ist auch ausgeleuchtet. Da, nach da ist ausgeleuchtet. Und hier geht's wahrscheinlich hier irgendwo runter. Okay, da, das ist aber auch ausgeleuchtet. Dann ist hier, aber hier können wir ein bisschen mehr machen, ne? Mit dem toten Kopf sind die das. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommt da einer hin. Und hier ist es. Da noch einer. Und da einer. Haben wir hier ein bisschen mehr, ne? Das ist dann schon gut. Hier wird da ausgeleuchtet und da nix, ne? Und hier geht's auch weiter runter, ne? Aber wir sind schon ganz unten, okay? Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Können wir da auch noch eine hinstellen? Und da wird auch ein hinkommen. Was ist denn da jetzt gekommen? Ah, ein Held, okay. Hier 37, 46, das ist noch nicht so prickelnd. Ja. Ist hier unten denn einer und macht was? Ich glaube nicht, ne? Hier hinten war zuletzt der eine und hat da alles aufgeräumt. Ja, komm, gucken wir mal gerade. Der läuft gerade oben rum. Setzt sich in der Arena und guckt, oder was? Der zweite Held ist hier. Der weiß noch nicht, wie er herkommt, oder? Das Wasser ist hier oben, fällt aber nicht runter mehr. Also die Wasserradgeschichte war es jetzt nicht. Ja, ist so. Wie sieht's mit Essen überhaupt aus? Vielleicht ist das auch unser Problem. Wir haben kein Brot. 14 Äpfel, 14 Birnen. Die Vielfalt des Essens fehlt uns. Ein Brot ist jetzt da. Wie ist denn die Aufteilung hier bei unseren Erntehelfer? Essen 5. Bergmann 1, Erntehelfer 6. Holzfäller 1. Träger 3. Okay. Müssen wir mal gucken, dass das was wird. Aber es ist schon noch 2 runtergegangen wieder, ne? Ich würde jetzt tendenziell dazu neigen zu sagen, das liegt am Essen. Das Essen holen sie auch direkt vom Ofen, wenn weg, wenn sie Hunger haben, ne? Ist jetzt echt schwierig. Aber da sind schon die meisten und das hier, okay, Träger brauchen wir aber auch. Das ist, lassen wir so, denke ich. Ja, ist so. Ja, der Raum ist schon ausgefüllt. Setzen wir da noch eine Kerze hin, dann ist da auch mehr Licht. 1, 2, 3, 4 wäre hier, aber da. Darauf geht keine Kerze, alles gut. Tatsächlich wird da schon eine hingebracht. Eins, zwei, drei, dann kommt da auch noch eine hin. Machen wir doch, oder? Hier fehlt auch eine. Warum die weg ist, weiß keiner. Aber ist jetzt da wieder, alles ist gut. So. Da ist dunkel, ne? Und da drin ist hell. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir machen sie hier jetzt erstmal hin.
passt. Die drei kommen da noch hin. Eine wird schon gebracht. Dann ist das hell erleuchtet. Ah, nee, doch, das passt schon noch. Dann ist es, diese zwei Felder sind dann nicht erleuchtet. Dann können wir damit leben, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, Kerzen werden jetzt gerade gebracht. Das ist auch gut so. Die Träger machen das schon. Oder wie sehe ich das? Eine nach da oben. Ja, sieht gut aus. Passt. Alles erleuchtet. Ja, dann wird es hier ein bisschen weniger. Jetzt ist nur die Frage, wo stellen wir den Rest hin, ne? Oh, der Vogelkäfig. Hier haben wir schon zwei. Hier sind auch welche drin. Lagerraum. Hm. Hier unten in der Bäckerei ist noch nichts drin, ne? Geht da was hin, ne? Da ist schon der Tisch, oder? Da geht's aber. Ne, da war nicht, ne? Ne, da ist nicht möglich, glaube. Oder? Es ist doch möglich. Sehen wir gleich. Da kommt auf jeden Fall ein Käfig. Und der wird da hingestellt, okay. Kommt noch einer? Wo kommt der? Ah, der ist auch schon hingestellt. Okay, dann geht der da auch hin, oder? Tatsächlich. Release the bird in a golden cage. Ne, das wollen wir nicht. Destroy auch nicht. Unlock machen wir. Den wollen wir da nicht stehen haben, so viele. Hier fehlt noch was. Ein dritter Held, okay. Ich hau mal da in der Mitte den Käfig noch hin. Ein paar haben wir ja noch. So ist ja nicht. Können wir da noch einen hinstellen? Oder geht das nicht? Doch, geht. Dann lass da noch einen stehen. Der wird runtergebracht. In der Küche hier können wir noch einen da einstellen. Ich glaube, dann sind wir so auch... Oder dann sind wir sie nicht, sondern dann haben wir sie verteilt, ne? Gut, was machen denn unsere Helden? Gucken wir das doch mal gerade nach, oder? Er schläft. Er ist im Keller unterwegs. Oh, und der stirbt gleich, das sehe ich schon so. Aber da geht hoch der eine Held, okay. Und hier ist er am Wachtor, ist gerade gekommen oder sowas. Alles gut also. Ja, er schläft immer noch. 37 von 46, das läuft gerade schlecht. Hm. Hier ist der eine. Hier sind 6. Hier ist einer und da sind 3. Und wer war der, der da unten so rumrannte und Hunger hat ohne Ende und nicht mehr laufen kann? Gute Frage, ne? Ob der dann da noch lebend hochkommt, ist eine ganz andere Frage. Wir haben 16, wir werden gleich... Oh, einer ist höher gekommen, 38. Ja, aber irgendwann ist da 15, weil einer gestorben ist, wetten. Weil ich glaube nicht, dass der es noch... Oh, da läuft er. Oh, vielleicht schafft das ja doch. Vielleicht überlebt er noch. Er ist total übermüdet oder hungrig, das ist die Frage. Wo bringt er die Kugel hin? Das ist die Frage. Ja, gleich macht's. Und dann ist er tot. Ja. Wo bringt er die Kugel hin? In der Werkstatt? Gute Frage, ne? Okay. Wenn die Kugel abgegeben hat, läuft er vielleicht schneller, ne? Oh, ich dachte schon. Aber er lebt noch. Wo geht er hin? An den Tisch. Gibt's ab und... Doch noch nicht. ETS Miss. Nee, da auch noch nicht. Er geht ganz unten in irgendwo. Wahrscheinlich das letzte. Ja, tatsächlich. Der macht das jetzt aber nicht, ne? Oder? Jetzt hat er es abgegeben und jetzt geht er schneller. Und ich hoffe, er macht jetzt das, was ihm wichtig ist. Essen oder schlafen.
Er hat sich auf jeden Fall was zu essen genommen und überlebt das wohl. Glück gehabt, ne? Würde ich sagen. Oh, ein Held ist schon wieder gegangen. Oder ist er gestorben? Ne, ist gestorben. Wo ist denn der gestorben? Ah, da unten, okay. Hat ihn da ein Viech erwischt, oder was? Oder woran ist er gestorben? Da ist ein Geist. Komisch. Wir sind noch mit Käfigen unterwegs. Gut. Hoch. Haben wir denn noch einen? Einen haben wir noch. Wo stellen wir den hin? Den stellen wir mal hier hin, weil alle da dran vorbeikommen. Alle? Gute Frage, ne? Ja, wird da sogar hingebracht. Add remove loot. Motor? Ah, ist es hingekommen. Super, ne? Ja, das war gerade ein Satz mit X. Das war wohl nix. Jetzt habe ich das selber weggemacht, ne? Ich wollte eigentlich das Wasser da drin wegmachen, aber das geht wohl dann nicht. Ja, läuft, ne? Oder auch nicht. Schweinchen, kein einziges Schweinchen. Kann da mal einer eins vorbeibringen? Das geht auch nicht. Hier ist noch so ein Teil zum Hinbauen. Deko. Da? Nee, out doch da. Ich glaube hier, ne? Haben wir das gebaut. Ja, setz ihn doch mal da ein. Ich weiß nicht, da sollen auch noch welche gebaut werden wahrscheinlich. Macht aber keiner. Vielleicht trägt den ja jetzt einer rüber, kann ja auch sein, ne? Ah, da ist er schon. Kommt da hin. Und passt. Gut. Der noch was baut? Glaube ich nicht, oder? Geht schlafen, ne, oder? Nee, essen. Wahrscheinlich. Keiner weiß es. 16, 32 wieder gefallen. Kein Mensch weiß warum. Helden laufen oben rum. Und der zweite... auch, aber der geht glaube ich in den Keller. Würde ich jetzt sagen. Dann ist weiter. Wo ist er? Er wird ganz nach unten gehen auf jeden Fall. Da ist er. Schauen wir mal, was er macht. Aber hat sich das Hemd angezogen. Aber er bleibt unten. Das ist schon mal cool. Okay. Hier entdecken oder wo? Ne? Geht kreuz und quer. Oberer Weg. Okay, da ist einer gestorben. Das hatten wir letztens. Den könntest du kaputt machen, wenn du willst. Gehst aber nicht hin. Gehst hier irgendwo lang, okay. Wo ist hier was? Der Weg ist so weit, dass er gleich umdreht. Okay, neu entdecken. Wir haben tatsächlich drei oder vier Felder mehr gesehen. Und dann geht die Reise wieder zurück. Passt, oder? Richtig krass. Der zweite schläft noch. Happiness 35 von 46. Das ist jetzt gerade etwas schwach, ne? Ja, was machen wir hier? Die Dekorationskisten sind auch noch alle da. Decorative Chest. Oh Gott.
Wo bauen wir die hin? Wir können die hier hinbauen, ne? Wo sind die denn überhaupt? Wahrscheinlich bei Inneneinrichtungen ist gar nichts für draußen, ne? Wo ist das hier? Ne, da ist ein Blumenkübel. Wo kommt denn die Kiste hin? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Nur die Schilder. Hier wird auch nix sein. Ne, dann... Es ist da, oder? Genau. Das ist für drinnen aber was, ne, oder? Ja, würde ich sagen. Aber pff. Wir setzen die mal einfach hier hin. So, die kann man so ziehen. Ja. Wo setzt man die hin, ne? Gute Frage. Hier ist auch schon was. So, ich weiß nicht, wie viel wir haben. Auf jeden Fall sind ein paar hingestellt worden. Eine ist da oben noch drin. Ach, da ist sogar noch ein Händler da. Sehr interessant. Dann packen wir da auf jeden Fall die eine Kiste auch noch hin. Vielleicht wird die da eingetragen, aber kann auch sein, dass sie woanders hingetragen wird, ne? Jo, die kommt woanders hin. Die kommt da hin. Alles ist gut. Was macht denn der Händler hier noch? Ach, der kriegt noch 48 Steine. Alles klar. Vielleicht sind sie deswegen auch gerade so unzufrieden, ne? Weil sie so viele Steine tragen müssen. Könnte sein, ne? Wer ist das da? Ja, nützt nichts. Ich halt mal an, ne? Ist ein Träger, der nichts anhat? Oder wie sehe ich das? Sieht fast so aus, oder? Das ist der, der hat aber was an. Naja, lass mal weiterlaufen. Gut, ja, soweit so gut. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zum Ziel. Die letzte Etage wird weiter entdeckt. Ich weiß zwar nicht, wann das abgeschlossen sein wird, aber irgendwie wird das auch irgendwann so sein. Hier geht noch was. Ja, hier geht auch noch was. Hier ist ja noch viel zu entdecken, hier auch noch. Ja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr kein Abo habt, dann macht eins, ist kostenlos. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr mit der nächsten Folge eine Info kriegt, ne? Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.